jetzt kommt Schütze, Wunschpartner. Was ist bei ihm los? Ja? Nachher kommt Steinbock, Wassermann, Fisch und dann ist fertig. Ja? Was ist da los? Da? Schütze, was ist bei dir? Treue und Loyalität. Ui, was ist denn los hier? Das Thema Treue und Loyalität löst immer noch Ängste und schmerzhafte Erinnerungen in mir aus. Ui, der haftet an der Vergangenheit. Heilungsprozess bei diesem Wunschpartner. Schütze. Ich würde in der Vergangenheit, siehst du, belogen, betrogen und ausgenutzt. Das steckt man nicht einfach weg. Ich weiß, dass ich damit endlich meinen Frieden schließen muss, damit mein Herz heilen und sich der Liebe wieder öffnen kann. Oh, meine Liebe. Ja, der ist nicht offen für die Liebe. Deswegen, er ist ausgenutzt worden, ja, betrogen worden, alles Mögliche und das schleppt er noch mit sich. Schütze. Was ist noch im Leben dieser Mensch? Es geht um ich, ihm, Hauptperson. Gegenwart. Ja, er ist zwischen zwei Menschen. Gegenwart. Deswegen abwarten und Trennung. Also dein Wunschpartner hat noch Kontakt mit anderen Menschen. Okay, das bestätigt mir jetzt in Gegenwart diese Karte. Deswegen ist er auf Abstand und er möchte wissen, mit wem er kann weitermachen. Ja? Er wird sich Trennung entscheiden zwischen einer oder anderen. Zukunft. Er möchte glücklich sein mit jemandem und Glück erfahren. Schau mal, wir sind jetzt bis Frühling wird er sich warten lassen. Frühling nächstes Jahr 2025. Ich muss das klären. Das bist du und das ist dieser jemand anderes und das bist du. Wie entscheidet er sich, weißt du? Dieser andere jemand. Eine Karte bitte. Wege. Er wird eine Entscheidung treffen. Bei dir. Oh, bei dir möchte er Gas geben. Das ist Schicksal bei euch und das merkt er. Ja, das merkt er. Und deswegen, er wird sich trennen von diesem Mensch hier. Und geht in Zukunft mit dir. Du machst ihn glücklich, verstehst du? Das ist Schicksal bei euch zwei. Das wird dieser jemand Wunschpartner merken. Auf der Seelenebene. Und er wird schnellsten Weg eine Entscheidung treffen, die zu dir. Er spürt, du bist die Zukunft. Verstehst du? Er spürt, das ist Schicksal mit euch. Wow. Ja? Das wird aber dieser Mensch mitteilen hier. Er ist zwischen zwei Stühlen. Schau mal. Rivalen, ja, er ist zwischen zwei Menschen. Jetzt weißt du, woran du bist, ja? Deswegen, ja, er wird sich wieder öffnen in Zukunft, wenn der Heilungsprozess vorbei ist, ja? Das ist das, was er braucht, Zeit. Er braucht Zeit, mit Vergangenes abzuschließen. Er braucht Zeit, diese Prozedere vom Heilungsprozess zu beenden. Und er muss mit diesem Menschen hier noch reden und sich trennen. Trennung. Ja? Aber abwarten, er lässt sich Zeit. Verstehst du? In Gegenwart immer noch. Was ist noch bei diesem Mensch? Ja?
Freude. Die Freude ist ein Lebenselixier, erfrischend und lebendig. Wow, das ist das hier. Ja? Das möchte er erreichen. Und zwar mit dir. Wir haben ja gelegt. Ja? Wahrheit, Wissen und Klarheit bahnen sich den Weg, siehst du? Klarheit-Modus ist er. Ja? Er wird Klarheit erlangen, Umkehr. Die Umkehr ist eine Wiederholung von Erfahrungen. Das ist das, aus diesen Kreiselmuster brechen. Mit der Vergangenheit sich lösen. Das wird er alles arbeiten, alles wieder machen. Alles kommt zum Fluss. Aber dieser Mensch ist nicht von der schnellsten Sorte. Verstehst du? Es braucht Zeit. Jetzt möchte ich hier noch eine Tarotkarte. Ja, wie ist dieser Mensch noch im Leben drauf? Was sagen die Tarotkarten noch dazu? Ah ja, junge Menschen, dieser Wunsch war sehr jung. Siehst du, er möchte, wo sind wir? Wir sind bei Schütze. Nachher kommt Steinbock, aber ich kann auch nicht schließen, dass hat Wunschpart noch mit Krebs, Skorpion oder Fische, Sternzeichen zu tun, Akzendant oder so. Ja? Es ist ein liebevoller, ja, Gäste und Lob, Chance auf Freude, schon wieder Freude, doppelte Freude, Glück, Glück und Liebe möchte er. Ja, möchte auch Versöhnung, gefühlsvoller Mensch, hilfsbereit, eine junge Person. Kann sein, dass er jünger ist als du, wo so guckt und sanft. Sehr sensibel Kelchen hier. Ne? Was ist noch? Was ist noch hier? Ja, er ist einfach momentan unsicher. Ja? Aber er wird sich entscheiden für dich. Das habe ich ja gelegt. Das habe ich ja geklärt. Ja, ja, er möchte es schon. Er wird es gelingen. Ja? Er wird es gelingen, allein sein und zum Überlegen, wie er vorgeht. Es ist dieses Alleinsein, die er braucht. Wow, schau mal, der Empress, hocharkane Karte. Ja, Entfaltung, ja, Entfaltung, Muttergefühl, Lebensfreude. Gelassen sein, Wachstum, gute Entwicklung, Kreativität. Ja? Das alles möchte er erlangen mit dir. Und so sieht er dich da als sehr fürsorglich. Ja? Und das liebt er, da er jünger ist. Und er lernt viel von dir. Das was ihn so anziehend fühlt bei dir. Und schau mal die letzte Karte, ja? Druck, Verpflichtungen, Druck, überfordert, belastet sein, an seine Grenze stoßen, ja? Stress, schau mal das an, die letzte Karte ist genau das hier, was er empfindet, ja? Auch, sich Stress fühlen, ja, Stress. Ja. Heilungsprozess, damit er sich wieder öffnen kann für die Liebe. Das wird er aber tun, meine Liebe, ja? Jetzt weißt du, was Sachen ist. Jetzt möchte ich aber eine Karte für dich, ne, wo zuguckt, dass bei dir noch eine Botschaft kommt in Sache Liebe. Und dann kommt Steinbock, ja?
Steinbock ist hier nachher dran. Steinbock, Wunschpartner Steinbock. Noch eine Karte für die Liebe. Die, die zuguckt. Ja, schau mal, Balance, sehr wichtig, ja, für die Partnerschaft. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Das ist Botschaft an dich. Alles, alles Liebe. Bye.